Der doppelte Spierenstich. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. In unserem letzten Knode-Video über den Spierenstich, da hat uns unser Abonnent BP4 Willi darauf hingewiesen, dass der Spierenstich, den mir da zeigen würde, kein Spierenstich wäre, sondern einfach zwei einfache Überhandknoten, die sehr unsicher wären. Jetzt ist bei Knoten so, das Name ist in Schall und Rauch, ob ich jetzt einen Knoten aus der Bergsteigerwelt, einen Knoten aus der Seglerwelt oder einen Knoten aus der Anglerwelt bezeichnen. Sie haben immer andere Namen, sie haben auch zum Teil andere Verwendungen, aber grundsätzlich ist das Namensspiel bei Knoten nicht ganz einfach, weil ich einfach, je nachdem wo ich herkomme, habe ich eine andere Bezeichnung für meinen Knoten. Ich mag dem kurz widersprechen, dass unser Spierenstich kein Spierenstich wäre, sondern wage zu behaupten, dass der Knoten, den der BP4 Willi uns zeigt, dass das der doppelte Spierenstich wäre. Und es gibt diesen Knoten einfach in diese zwei Varianten. Es gibt den Spierenstich und es gibt den doppelten Spierenstich. Mag, wie gesagt, bei den Segler anders sein, dass die den doppelten Spierenstich als Spierenstich bezeichnen, aber sei es drum. Also, ich möchte euch jetzt kurz zeigen, wie der doppelte Spierenstich gemacht wird. Der ist genauso letztendlich zum Auseinanderziehen. Er hält etwas besser. Da muss ich dem schon zustimmen. Der Knoten ist fester, der Knoten ist sicherer als der normale Spierenstich. Wird genauso letztendlich über die Seile hinweggesteckt. Und deswegen machen wir den jetzt hier erstmal auf, um euch dann im Detail zu zeigen, wie der funktioniert. Der einfache Spierenstich, den hatte ich hier zuerst in der Hand gelegt und habe dann das zweite Seil eingeschoben. Hier bei der Variante ist es besser, wenn ich bereits mein Seil, über das ich den Knoten drüber schlage, hier mit in der Hand habe und gehe dann quasi genauso wie beim Spierenstich einmal, so ein bisschen länger nehme, dass es funktioniert, einmal rum. Und anstatt jetzt gleich hier wieder rauszukommen, gehe ich hier nochmal außenrum und gehe dann hier durch beide Schlaufe durch. So, und dann zieht sich hier schon mal der eine Knoten dann auch fest. Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich muss das Seil lang genug nehmen, gehe hier einmal rum. Und gehe dann aber noch das zweite Mal rum, bevor ich dann meine Seile hier durchstecke und diese Seite des Knotens festziehe. Und dann kann ich hier schön diese beiden Knoten wieder zusammenziehen und habe jetzt da meinen Spierenstich sitzen, meinen doppelten Spierenstich sitzen. Okay, ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Aber vorher noch mal kurz, wie der einfache Spierenstich gelegt ist, also der normale Spierenstich aus dem letzten Knoten-Video, dass ihr auch den Unterschied seht dazu. Und dann gleich noch mal diese Version. Ja, soweit zum Spierenstich aus dem letzten Video. Und jetzt kommen wir zu diesem doppelten Spierenstich einfach nochmal in der Detailaufnahme, dass man es einfach besser sieht, wie der Knoten gemacht wird. Also,
Ich hoffe, ich konnte die Unklarheit beseitigen. Ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare unter unsere Videos da lasst. Die dürfen auch kontrovers sein, die dürfen auch eine andere Meinung haben. Wie gesagt, also was ich hier tue und mache, das ist einfach meine persönliche Einschätzung der Dinge. Und das kann draußen in der Welt ganz anders sein. Da könnt ihr einfach auch mehr wissen. Ich lerne auch immer gern dazu und das tue ich reichlich über eure ganzen Kommentare und Rückmeldungen, die ich so kriege. Da kann ich einfach auch viel, viel Wissen und Erfahrung noch einfach mal von euch sammeln. Dann auch. Und es freut mich immer wieder, dass ich da so entsprechend eingebunden bin. Ja, wenn ihr auch eingebunden sein wollt, dann lasst ein Abo hier. Dann kriegt ihr nämlich immer das Aktuelle mit, was Jodeland so auf YouTube tut. Wie gesagt, kommentiert unser Video, wenn es gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da und dann schon sage ich Dankeschön und Tschüss, euer Ralf von Jodeland.